Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute Donnerstag, den 15.04. morgens um 8:30. Die Sonne scheint, so begrüße ich euch natürlich sehr gerne. Wir haben knapp 9 Grad und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Guck mal, ein struppiges Federkleid. Abends 22 Uhr, es tut mir leid, dass ich mich heute so wenig gemeldet habe. Ja, ich habe den Morgen gewartet, dass die Schule vom Lenny anruft, denn heute war Elternsprechtag. Und ja, dann haben die dann irgendwann angerufen, die Lehrer, sind sehr, sehr zufrieden mit dem Lenny. Und ja, da sind wir natürlich stolz drauf. Ich meine, was anderes haben wir jetzt nicht erwartet, aber man weiß ja nie, ne? Genau, also das war alles super oder ist super. Ich meine, weiß ich ja auch. Ich habe, glaube ich, in dem Schuljahr mein Kind ein bisschen länger unterrichtet. Ich weiß es nicht. Aber wichtig ist mir natürlich, dass ja, die Lehrer mein Kind beurteilen. Und da können sie auch, weil ja im Homeschooling täglich 2 bis 4 Videokonferenzen sind. Ist ja wie Unterricht quasi. Und ja, dann macht einen natürlich stolz, ne? Genau. Dann sind wir, jetzt muss ich mal überlegen, das haben wir gemacht, dann ganz normal hier aufgeräumt. Und mittags sind die Kinder und ich eine schöne große Runde gelaufen an der frischen Luft. Wir hatten heute fast den ganzen Dorf, wir hatten eigentlich die ganze Sonne. Natürlich kam 2-3 Mal eine Wolkendecke drüber, aber trotzdem. Es war richtig schönes Wetter, 12 Grad hatten wir, glaube ich, und ja, das tat richtig gut. Als wir zu Hause waren, haben wir das 1x1-Bingo gespielt, also das kann ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr Kinder habt oder Enkelkinder, wie auch immer, die das 1x1 lernen müssen und dann eben nicht so, ja, wie sagt man so, so straight geradeaus, sondern mit ein bisschen Spaß. Und die Emma, die hat da richtig Spaß dran. Und ich muss auch sagen, das ist richtig gut. Das klappt schon richtig gut bei ihr und vor allen Dingen für uns. Für mich ist das eine Auffrischung. Ne? Ist jetzt nicht so, dass ich das 1x1 nicht kann. Aber dadurch, finde ich auch, lernt man das einen Schritt schneller. Genau. Und ja, da hatten wir dann gespielt. Ich glaube, 2-3 Mal war das gewesen. Ja, dann gab es schon Abendbrot. Und anschließend bin ich dann im Keller. Ja, und dann kam ich dann abends um 20 vor 9 hoch und dann sagt der Lenny, Mama, können wir noch eine Runde gehen? Ich sag mal, das wird schon dunkel. Ja, trotzdem noch eine Runde mit dem Hund. Ja, den Hund angeschnallt und dann sind wir 3, also die Kinder, nee, wir 4. Die Kinder, der Hund und ich, sind wir dann noch eine Runde gegangen. Der Lenny hatte den Fußball mit, dann haben die da eine halbe Stunde Fußball gespielt. Halleluja. Also das war, ja, das wurde immer dunkler. Ich so, jetzt marschieren wir aber mal wieder nach Hause. Und das war richtig schön. Ich weiß nicht, kennt ihr das Gefühl? Und das finde ich mega. Das ist für mich einfach so beruhigend. Das ist wie Urlaub für die Seele, ne? Also das ist richtig schön. Man hat einen Tag, ist ja eigentlich jeden Tag so. Dann hast du Autolärm, Motorradlärm, Rasenmäher, keine Ahnung, Kärcher, Kindergeschrei. So alles so zusammen. Und dann ist so der Sonnenuntergang und du merkst so, alles wird ruhiger. Ne? Alles wird wirklich ruhiger und ja, in dem Park, wo wir dann spazieren sind, ist auch sowieso ein kleines Bachläufchen, wie auch immer. Und es wird immer ruhiger und du hast hinterher nur noch das Plätschern vom Wasser gehört. Das ist ja so geil. Deswegen habe ich auch übrigens einen Bachlauf im Garten. Ich finde das ja wunderbar. Also das ist für mich echt mega. Ja, das war richtig schön, die Kinder ausgepowert, der Hund nochmal gegangen, ich nochmal gelaufen und dann noch relaxed. Herrlich, Luxus. Ja, und dann sind wir jetzt hier und jetzt werde ich noch mit dem Lenny so eine Mama-Sohn-Zeit machen. Das ist so unsere Routine abends geworden. Wir gehen dann nochmal gleich hoch und beobachten sein Aquarium. Denn das wünscht er sich auch mit uns. Er macht das einmal mit dem Papa und dann mit mir.
Und ich finde, das gehört sich auch so, dass wir als Elternteile immer nur ein Kind, also Zeit verbringen. Und ja, das machen wir auch. Und das tut auch gut. Nicht nur den Kindern, sondern auch uns. Und ja, wir finden das gut und die Kinder erst recht. Genau. Das werde ich dann nämlich jetzt machen. Dann werde ich jetzt mit ihm hochgehen und dann werden wir jetzt Fischis gucken und Garnelen. Genau. So, und deswegen werde ich jetzt euch noch einen schönen Abend wünschen und bis morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Wir haben heute Freitag, den 16.04. morgens um 20 vor 9. Ja, wir haben 8,5 Grad und Sonnenschein. Da freue ich mich riesig drüber. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und später einen schönen Start ins Wochenende. Genau. Guckt euch diesen Sonnenuntergang an. Sieht das nicht mal geil aus? Boah, habe ich auch nur so noch nie gesehen. Ja, wir sind jetzt wieder eine Runde spazieren mit Hund und Kinder, ein bisschen auspowern am Abend. So, hier wird gerade Fußball gespielt. Der Herr muss gerade den Ball holen. Und Tummel und ich, wir stehen hier und gucken zu und warten, ne? Genau. Es ist aber auf jeden Fall ganz schön frisch hier geworden. Ganz schön frisch geworden, aber schön. So einfach mal, wie man sagt, so kurz vorm Schlafen gehen, die Kinder nochmal in erfrische Luft auspowern. Sieht fix und alle aus. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich hier doch bin. Es tut mir leid, dass ich mich heute bzw. gestern, weil wir haben jetzt schon Samstag. Wir haben nämlich 0:34 Uhr, so wenig gemeldet habe. Ja. Jetzt muss ich überlegen, morgens, genau, habe ich hier mit der Emma Hausaufgaben gemacht, bzw. habe nebenher die Wohnung aufgeräumt. Bin dann so gegen 11, ja, 11 war das, einkaufen gefahren. Und als wir zu Hause waren, haben wir dann Essen gemacht. Und ja, dann fiel mir ein, ich habe noch was vergessen. Also sind wir wieder in die Stadt gelaufen und haben das noch eingeholt. Genau, und ja, als wir zu Hause waren, haben wir noch ein bisschen gequatscht und gespielt und ja, was man so macht. Dann gab es irgendwann wieder Abendessen. Also wir essen nicht nur, aber das war jetzt im Schnelldurchlauf. Ich glaube, jetzt muss ich überlegen, das war auch schon wieder 6:30 Uhr, also 18:30 Uhr, als es Abendbrot gab. Ja, und dann sind wir dann um kurz nach 8, ich glaube 5 nach 8, 10 nach 8, dann los spazieren gehen, diesen mega geilen Sonnenuntergang. Also so habe ich das auch noch nie wirklich gesehen, beziehungsweise so sieht man den auch nicht aus unserer Bude. Man muss halt vor die Tür dafür gehen, ne? Genau, und dann waren wir eine 1,5 Stunden unterwegs, ja, mit dem Hund spazieren. Dann haben die Kinder ja mit dem Udo Fußball gespielt. Und ja, als wir zu Hause waren, merkte man, die Power ist aus den Kindern so langsam raus, weil die waren nämlich heute Mittag noch über eine Stunde Fahrradfahren. Bergauf, bergunter und so weiter, das schlaucht. Und wir haben sie dann müde gekriegt. Das finde ich immer gut und auch wichtig. Und ja, ich habe heute das erste Mal geschafft, dass ich 10.578 Schritte gelaufen bin. Mega stolz, ich bin noch nicht 10.000 Schritte gelaufen. Da merkt man mal, wenn man dann doch mal ein bisschen mehr die Beine bewegt und nicht immer das Auto nimmt, dann kriegt man auch die Schritte zusammen. Genau, ja, und abends, nachdem wir jetzt wieder, wann waren wir denn da? 1,5 Stunden später, ist mir schon wieder zu anstrengend, bin ich dann in den Keller, denn ich bin an einer Box dran, die ich bastel. Die werde ich euch dann noch zeigen, wenn sie fertig ist. Ja, und habe jetzt noch ein paar Sachen sortiert. Ja, und jetzt gehen wir ab in die Federn. Genau, das war unser Tag im Schnelldurchlauf. Ich hoffe, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und bis nachher. Guten Morgen, guten Morgen. Wir haben heute Samstag, den 17.04. morgens um 8:30 Uhr. Wir haben strahlend blauer Himmel
oder strahlend blauen Himmel, so wollte ich sagen. Knapp 9 Grad. Es ist mega schön. Man hat einfach geile Laune. Und hier hört man echt in der Nachbarschaft schon, dass die Leute arbeiten. Die nutzen die Sonne aus. Ja, ich finde einfach, die Sonne ist Balsam für die Seele. Und ja, die werden wir jetzt auf jeden Fall aufsaugen. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Samstag. Und ja, wir wollen gleich erstmal schön frühstücken. Guten Morgen, wir haben kurz nach 9 und ja, ich war schon ein wenig fleißig gewesen. Ich bin seit 4:30 auf die Beine. Ich konnte irgendwie nicht mehr pennen. Ja, ich denke mal, das liegt daran, weil ich so, ja, wie sagt man, nicht viel um die Ohren habe, viele Gedanken habe, genau. Generell, wie läuft halt nächste Woche in der Schule und ist die Schule überhaupt und bla und blub. Und ja, keine Ahnung, auf jeden Fall konnte ich nicht pennen, fragt mich nicht warum. Ja, dann bin ich dann aufgestanden und bin dann in den Keller und habe für meinen anderen, also für meinen Bastelkanal ein Video gemacht. Ich habe meine Bestellung da gezeigt und dann habe ich so ein bisschen geräumt und gemacht. Ja, und ich glaube gegen 8:15 kam Udo runter und ja, dann bin ich dann wieder hoch. Ja, und jetzt habe ich schon ein bisschen aufgeräumt. Ich werde jetzt Wäsche zusammensammeln. Wir haben mega Wetter, das ist das einzige Gute. Ja, dann werde ich Wäsche waschen und auch aushängen. Und ja, Udo hat heute wohl einiges im Garten vor. Ich habe keine Ahnung. Also er möchte Rasen mähen und weiß nicht, was er noch so vorhat. Ja, ich werde noch ein paar Blümchen pflanzen. Udo hat mir gestern ein paar Blumen mitgebracht und die werde ich dann in den Vorgarten pflanzen. Und ja, mal gucken, was sonst noch auf uns zukommt. Ja, heute wird es Spargel mit Kotelett geben oder beziehungsweise Schnitzel. Vielleicht entweder Schnitzel oder eher, ich denke mal, Kotelettschnitzel. Paniertes Schnitzel so. Ich mit meinem Kotelett. Genau. Ja, jetzt werde ich gleich die Haare noch zusammenbinden. Wenn die Haare dicker werden, dann würde ich das ja noch richtig schön finden. Ich hätte schon wieder Lust, die abzuschneiden. Ich finde das grausam. Aber naja, anderes Thema. Ich binze lieber erstmal hoch. Sonst komme ich nachher noch auf dumme Gedanken. Ja, sonst, Kinder schlafen hier noch. Mir fällt gerade auf, ich könnte mal die Heizung hier runterfahren. Zack. Hier ist es nämlich sehr warm drin. Ja, aber wenn es kalt draußen ist, dann ist es auch hier drin kalt. Ja, so sieht der Tag aus. Aber als allererstes, wenn die Kinder wach sind, werden wir erstmal frühstücken. Genau, ich muss jetzt erstmal gucken, ob wir Brot essen oder Brötchen holen oder was auch immer. Keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall erstmal frühstücken. Wir müssen uns erstmal ordentlich stärken. Gut, was ich vorm Frühstück mache, ist, ich werde jetzt die Wäsche machen. Das kann ich ja so nebenher machen, oder wie war das? Genau, so werde ich das tun. Aber als allererstes mache ich mir erstmal die Haare. Bevor ich jetzt gehe, was ist das für eine Frise? Also irgendwie, keine Ahnung, aber es sieht lustig aus. Ich könnte ja hier was runter machen, aber das... Das nervt mich dann heute genauso. So, und jetzt werde ich die Tabletten. Udo muss Tabletten haben. Und ich überlege, ob ich Wiechen heute brauche. Sagt er zu allem ja? Sagt er seine Meinung? Ist er lieb? Nein, nur Spaß. Aber die Tabletten werde ich jetzt da machen. Werden wir den Frühstückstisch denken. Ich denke mal, der Udo ist gerade dabei. Hört sich zumindest so an. Und ja, wir sehen uns dann später. Guckt euch mal an, wie wunderschön diese Tulpen hier aussehen. Die hat der Udo mir vorgestern mitgebracht. Die haben so ein richtig schönes leuchtendes, ja, dunkelrot sind die. Genau, die gefallen mir sehr gut. Wer isst auch gerne Spargel? Und wer hasst es zu schälen? Boah, das ist ja ein Graus, ne? Deswegen gibt es den hier so selten.
Oder man holt sich den halt schon geschält. Aber das finde ich grausam. Ich bin gespannt, wie viele Schalen ich vergessen habe abzumachen. Hier wird die Wiese vertikutiert. Machen wir das erste Mal. Mal gucken, wie das so wird. Da ist er. Das sieht ja schon monströs aus, der Teil. Ja. Mal gucken, mal gucken. Also hier kam ordentlich raus, denn die Fläche alles war alles voll Moos. So sieht das jetzt hier aus. Udo hat gedüngt, gesät, gekalkt, gesandet, geweiß ich nicht. Keine Ahnung. Hat aber auch was, ne? Ja, oh. So sieht das hier aus. Oh, ist ja ganz schön kalt. Also Halleluja. Jetzt, wo die Sonne weg ist, ist ja ganz schön frisch. Guck mal hier, kommt ein Apfelbäumchen. Das ist einfach ein Ableger von unserem Apfelbaum nach vorne. Das habe ich letztes oder vorletztes Jahr einfach da reingesteckt. Mega, ne? Und da weiß ich nicht, ob das eine Blüte ist oder wird oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, schön. Und die Magnolie ist jetzt fast durch. Wobei sie zwischendurch noch überall neue Blüten hat. Blätter, doch Blüten, ne? Genau. Der erste in diesem Jahr, den ich sehe. Oh, das ist ja schön. Guten Morgen. Wir haben heute Sonntag, den 18.04. morgens um 20 nach 9. Wir haben knapp 9 Grad. Es ist richtig schön. Und was habe ich vergessen draußen? Genau, die Wäsche. Wie gut, dass es nicht geregnet hat. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Sonntag. Wir genießen ihn wie immer schön zusammen als Familie. Und hier wird auch schon Frühstück rangekarrt. Wir werden nämlich jetzt auch schön frühstücken. Papa, gib mir was. Zack, wird abgestaubt. So, guten Morgen. Ich wollte mal was mit meinen Haaren machen und habe ich auch gemacht. Und zwar hier so einen schönen Elsa-Zopf. Der Udo sagt, mir steht es nicht, weil alles so rübergekämmt ist. Ich finde das ganz gut. Also beide Männer sagen nein und wir Frauen sagen ja. Da müssen sie mich heute halt nicht angucken. Ja, jetzt habe ich hier so einen schönen langen Elsa-Zopf. Ja, das Aussehen nicht. Ich wollte nicht alles kopieren. Ich wieder am frühen Morgen, ne? Genau, Udo und ich, wir haben jetzt gerade aufgeräumt und ja, jetzt werden wir mit allem an frühstücken. Die Sonne kommt auch raus. Mal gucken, was so ansteht. Und ja, jetzt werden wir erstmal frühstücken. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob die Frisur schlimm aussieht oder ja, ob sie mir steht. Eins von beiden. Genau. Jetzt werden wir erstmal frühstücken und stärken. Landleben. Ist das nicht schön? Aber es wird immer ein Traum bleiben, wa? Ja. Ist auch noch ein Tracker, der kommt da sofort. Sieht man den da? Genau. Zack. Wir haben 10 vor 5, also 16.50 Uhr. Und ich habe mir heute Morgen diese Frisur hier gemacht. Und da sagte der Udo, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, okay, ich kam so da raus. Das sieht wirklich ein bisschen komisch aus. Aber jetzt, wo die Haare so über das Ohr drüber liegen, und ich hier schminkt bin, wobei die Schminke schon fast weg ist wieder, finde ich das gar nicht verkehrt. Ist mal was anderes, ne? Genau, je länger man sich im Spiegel sieht, desto schöner sieht das dann aus.
Ja, mittlerweile haben wir jetzt Sonne draußen, fast strahlenblauer Himmel. Die ganze Zeit war ja immer so bedeckt und ja, dann hat die sich mal kurz gezeigt, die Sonne, aber jetzt ist richtig schön. Ja, wir haben gerade gegessen, ich habe Nudeln mit Gartensoße, schön mit frischen Tomaten rein, die wir hier alle noch hatten. Das war wirklich richtig fruchtig frisch gewesen, muss ich sagen. Ist jetzt nicht so, dass ich nie frisch koche, ne? Aber sonst kommt da mal eine passierte Tomate oder so rein. Und heute, das war auch mal ganz gut. Ja, jetzt werde ich rausgehen und werde an einem Sonntag im Vorgarten schuffeln und meine Blumen einsetzen. Ich habe ja da ein paar gekriegt und ja, das werde ich jetzt machen. Macht ja keinen Lärm, stört keinen und hinterher sieht es schön aus. Also kann ich das ruhig mal machen. Ja, der Udo, der ist hinten im Garten. Der ist auch irgendwas an den Pflanzen am Schnibbeln. Ja, werden wir das mal machen. Wir müssen mittlerweile das Wetter ausnutzen, egal ob es Sonntag ist oder nicht. Solange es kein Lärm ist, ist das ja vollkommen okay. Gut, dann werde ich jetzt mal los. Nachher kommen vielleicht auch noch dunkle Wolken. Darfst du. Ich muss lachen. Wisst ihr warum? Der Udo hat ja überall Samen gesät, Rasensamen. Und hier, um das Futterhäuschen, ist so gut wie alles weg. Das fressen uns die Vögel weg. Er findet das nicht so lustig, kann ich gar nicht verstehen. Ja, er ist hingegangen und hat hier das Dach abgerissen. Genau, das kommt weg und das sieht direkt ungewohnt aus, ne? Ja, aber da müssen wir was vormachen, weil die Hecke, wie ihr seht, da die Bäume, die uns nicht gehören. Die sehen nicht mehr so schön aus. Müssen wir mal gucken, was wir dahin zaubern. Aber ich musste echt lachen. Zack, alle Rasensamen weg. Guckt mal, der Baby. Das ist so schön zuzusehen, wie die Kleinen so lernen. Da muss ich echt sagen, sowas macht mich glücklich, dass die Vogeleltern hier so bei uns im Garten lernen. Ja, der wartet jetzt wahrscheinlich auf Mama und Papa. Und im Gartenteich, da habe ich heute Abend, ach nee, Mittag auch einen Schock gekriegt. Ich geguckt, nicht nur, dass der monstermäßig veralgt ist, sondern die Fische. Ich sag, Udo, wir hatten noch drei Fische drin. Ich sag, die Katze war da. Da haben wir dann hier überall, da waren ja noch Zeugs drauf, haben wir rumgestochert, sag ich jetzt mal, und keine Fische da. Ich sag, das kann doch wohl nicht wahr sein. Sagte Udo, war der Fischreiher vielleicht da? Ich sag, ich habe hier keinen gesehen. Also klar, dass mal einer hier drüber fliegt, aber ich habe noch nie einen im Garten gesehen. Ja, ich sag, die blöden Katzen. Ja, ich weiß, das ist ein Trieb, ich weiß. Naja, auf jeden Fall machen wir hier weiter. Und siehe da, die Kippe doch. Und da ist doch mein farbloser Fisch. Wie nennt man das, der den roten Kopf hat? Da habe ich auch schon gedacht, der ist weg. Aber Gott sei Dank nicht. Da haben die sich so gut versteckt. Und sind noch nicht aus dem Versteck rausgekommen, dass wir echt dachten, der Teich, der wäre leer, ne? Aber Gott sei Dank nicht. Genau, also die verstecken sich wirklich sehr, sehr gut. Leute, guckt euch das mal an. Wir haben noch nie Glück mit Skalaren gehabt, ne? Und jetzt haben wir ein Pärchen, wahrscheinlich, weil wir nie ein Pärchen hatten. Und seht ihr die durchsichtigen Dinger? Die dunkle ist die Mutter, die legt die gerade. Seht ihr die? Ding, ding, ding. Die legt jetzt gerade live die Eier auf die Blätter. Und er hier, der Gelbe, ist der Papa. Ja, kann man nur vielleicht sehen. Ding, ding. Er ist der Papa, er besamt die da gerade. Ey, einfach das mal zu sehen, das ist phänomenal. Also, guckt mal hier, ich will nicht zu nah dran gehen. Das sind alles Eier. Ich habe Gänsehaut, weil ich sowas noch nie gesehen habe. Ob das hier drin was wird, keine Ahnung, aber sowas einfach mal generell zu sehen, das ist schon echt der Wahnsinn. Vor allen Dingen, weil wir nie Glück hatten. Ja, einfach genial. Ja, und jetzt fährt er rüber hier.
Normalerweise, seht ihr, zack und er. Sie legt auch gerade. Ey, das ist einfach. Ja, meine Kamera stellt leider nicht scharf genug. Ja, und die beiden passen sehr gut auf. Also darf keiner in die Nähe kommen. Einfach nur mega. Also ich bin sprachlos, hab Gänsehaut. Und auch wenn es nichts werden sollte, so weit einfach mal gesehen zu haben, mega. Guckt euch den schönen Sonnenuntergang wieder an. Wir sind jetzt mit dem Hund unterwegs, Emma und ich. Und ja, ein wunderschöner Sonnenuntergang. Und dann findet man am Abend noch ein Entchen, was noch den Abendessen sucht oder so. Das ist so richtig schön abends nochmal. Die frische Luft und alles so mitzunehmen und zu genießen. Jetzt gehen wir mal im Tierquerfeld ein. Genau. Der Hummel. Der Hund kommt nochmal raus. Das Kind wird noch ein bisschen ausgepowert. Das große Kind hat sich heute Mittag ausgepowert. Ja, dann wird heute Abend wenigstens auch gut geschlafen. So sieht's aus. Jetzt haben wir hier eine Bank gefunden, da haben wir uns mal hingesetzt und beobachten jetzt den Mond. Genau. Hoppala, wir haben kurz nach 22 Uhr. Jetzt heißt es abschminken können. Ist ja schon richtig zauselig aus. Ja, wir waren ja vorhin noch spazieren. Emma und ich mit dem Hund und ja, Emma ist Fahrrad gefahren. Die hat sich da nochmal ausgepowert und ja, das war richtig schön. Ja, ich muss wirklich sagen, mit den Skalaren, da bin ich hin und weg, ne? Also sowas generell mal zu sehen. Also wie gesagt, wir hatten ja schon einmal oder zweimal sogar Skalare gehabt und irgendwie, warum auch immer, hat es nie funktioniert. Da sind sie dann nach kürzester Zeit ja, von uns gegangen. Und ja, wir haben, jetzt habe ich jemand im Auge. Ja, wie gesagt, der Udo, der saß da und auf einmal guckte ich so, was hast du denn? Sagt er, guck mal, die liegt Eier. Ich sag, wie? Ja, und dann haben wir das gesehen und mega, wirklich zu sehen. Erst legt sie die Eier und anschließend befruchtet er die. Ja, und dann haben wir jetzt mal nachgelesen, das dauert so circa 2 Tage. Da sollten sich die Eier verfärben. Wenn die sich bräunlich verfärben, dann ist ein Anzeichen, dass die befruchtet wurden. Und so 2-3 Tage später sollen die Kleinen wohl schon schlüpfen. Das war, weiß ich nicht. Also wir werden jetzt sehen, auch falls das nicht funktionieren sollte. Aber einfach mal dieses Erlebnis zu sehen, ne? Vor allem die Kinder standen da, boah, genau wie ich. Wir haben das ja alle noch nicht gesehen. Also das war echt mega, dass man indirekt dabei sein durfte. Und ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Wenn die Sache aktiv ist, nehme ich euch natürlich gerne mit, falls euch das interessiert. Ich bin gespannt. Ich würde mir wünschen, sowas generell einfach mal zu sehen. Ja. Und ja, sonst ist auch jetzt nicht mehr viel. Ist ja schon spät. Wir hüpfen jetzt gleich ab ins Bett. Und das war es dann für heute. Und deswegen werde ich jetzt auch hingehen. Ach ja, übrigens die Friese, die ist wirklich schön. Aber ich glaube, im richtigen Sommer, wenn wir den nochmal kriegen sollten, könnte ich das jetzt so nicht tragen, weil mir das hinten so eine im Nacken dötscht. Aber trotzdem ist mal was anderes, ne? Also, oh, ich muss sagen, mir gefiel das gut. Ja, und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Restsonntag und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bis dann, tschüss. Ach, und bevor hier die Box verpackt wird, da habe ich jetzt die letzten Tage dran gesessen. So sieht die einmal aus. Die ist für, wie man schon lesen kann, für einen Mann. Und der ist Bulli-Liebhaber, also der liebt diese Autos und fährt, glaube ich, auch einen. Und ja, der hat jetzt Geburtstag bald und da habe ich dann diese Box
für gezaubert. Da, so sieht das einmal aus. Hier kann Geld verschenkt werden. Hier auch noch ein Geburtstag. Und da kann man es erkennen. Ist ein Bulli. Genau. So sieht die einmal aus. Und die Auftraggeberin findet die mega. Ich bin sehr zufrieden und ich hoffe natürlich, das Geburtstagskind freut sich auch darüber. So, aber jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.